Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Mod-Vorstellung. Ihr kennt ja mittlerweile alle schon Vadik seinen DAF-XF105 Mod. Den gibt es ja in zigfacher Ausführung. Den könnt ihr dazu so recht schrauben, wie es gerade nur noch geht. Ich weiß gar nicht, ob ich mal noch mal drauf eingehen soll, weil es ist wirklich so viel. Aber ich zeige das mal ganz grob, noch mal kurz, was hier alles mit dabei ist. Dass er jetzt hier natürlich NTM-Aufbau habt ihr ja mit dabei, ne? Ihr habt normal Plane mit dabei, auch verschieden mit Liftachse und hast nicht gesehen, ne? Und Lenkachse. Alles hier mit am Start. Übrigens, die Trailer zu dem Planauflieger sind mit dabei. Den findet ihr ganz normal im Frachtmarkt. Also müsst ihr nicht unter Truck, unter Trailer-Dealer gehen, sondern einfach unter dem Frachtmarkt und dann findet ihr die irgendwo halt, in der Stadt irgendwo halt, das sind sie halt dann, stehen sie rum und da könnt ihr euch dann die Ladung abholen. Das vielleicht mal kurz zu erwähnen. Die vom NTM, die müsst ihr euch dann dementsprechend irgendwo zurecht holen, herzaubern, wie auch immer. Ansonsten, PDF-Version funktioniert nach wie vor bei allen LKWs, auch hier beim großen Führerhäuschen. Und ansonsten habt ihr hier extra ein Glowdeck und alles, was mit am Start ist. Ne? Da brauche ich aber nichts zu erzählen. Auch hier Schwerlast, alles mit dabei. Auch für die Schwerlastfans praktisch. Ne? Skins, alles mit dabei. Ihr habt hier die ganzen Anbaupunkte. Funktioniert natürlich auch mit dem DAF DLC. Wo haben wir es denn hier zum Beispiel? Haben wir doch hier schon mal. Zack, hier den Anbaupunkt. Ne? Also ist wirklich alles mit dabei hier und ich will es nicht nochmal durchkauen, weil da sind wir eine halbe Stunde immer noch nicht fertig. Aber es ist nur nochmal ein kurzes, kleines Infovideo hierzu. Ich werde unten in der Beschreibung, falls jemand diesen Mod nicht kennt, unten in der Beschreibung findet ihr nochmal das komplette Video zur Version 1.3.1. Da zeige ich das ja nochmal komplett. Da könnt ihr euch das nochmal reinziehen, weil hierbei handelt es sich wirklich bloß um eine Definitionssache, die hier abgeändert worden ist, damit der LKW wieder auf der neuen Version 1.3.2 läuft. Ne? Das nochmal zu erwähnen, ganz wichtig. Deshalb will ich das hier nicht nochmal alles durchkauen. Ne? Deshalb, falls ihr das nochmal sehen wollt, guckt euch in der Beschreibung, ist der Link nochmal drin vom Video. Dann könnt ihr euch das da nochmal genauer anschauen, weil dann seht ihr alles, was genau hier zu basteln habt oder was alles mit dabei ist, ne? Genau, das nochmal so am Rande zu erwähnen. So, hier nochmal ganz kurz zu zeigen, den Trailer, wie schon gesagt, findet ihr nach wie vor irgendwo halt in irgendeiner Stadt, wo ihr halt seid, dann müsst ihr euch wieder organisieren, das heißt, müsst ihr euch den Trailer halt raussuchen. Ich zeige euch das jetzt hier nochmal ganz flink und ganz schnell, weil der Trailer halt viele Frachten hinterlegt hat. Wenn es jetzt ein Standalone-Trailer wäre mit einer komplett eigenen Fracht, dann würdet ihr wahrscheinlich euch den Trailer dann separat holen müssen im Trailer-Dealer. Ne? So, wo ist er denn da? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo versteckt er sich denn da ganz hinten im letzten Eck? Da ist er. Ist er? Da ist er doch. Zumindest will ich euch das hier nicht vorenthalten, hier den ganzen Käse. Und ihr wisst, damit das nach wie vor alles läuft. Zack, die Bohne. Trailerkabel ist auch mit dabei, könnt ihr hier schon gut erkennen. Da sieht man es noch ein bisschen. Läuft doch soweit alles ganz gut. So, kommen wir nochmal ganz kurz zum kurzen Fazit, weil zu viel brauche ich ja nicht erklären. Zum DAF XF Version 6.0 von Vadik. Am LKW an sich hat sich nichts verändert, sondern dass hier nur eine Definitionsdatei mit dabei ist, damit der DAF wieder funktioniert auf der Version 1.32. Ne? Mehr ist es im Prinzip nicht. Wie schon gesagt, wenn ihr das komplette Video nochmal sehen wollt, was man alles am LKW bauen kann, anbauen kann, dann guckt euch das Video nochmal genauer an. Ich habe es unten in der Beschreibung nochmal reingepackt von der Version 1.31. Das ist im Prinzip dann ganzes selber, dass sich nichts verändert. Ne? Könnt euch angucken und dann, ja,
dann wisst ihr Bescheid, weil ich wollte es jetzt nicht nochmal durchkauen, weil sich ja da nichts verändert hat in diesem Sinne. Es geht jetzt nur erstmal rein um die Information, damit der LKW jetzt läuft auf der Version 1.3.2. Mehr ist es im Prinzip auch nicht, ne? Dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel, viel Spaß mit dem DAFXF-Mod. Und falls Fragen sind, einfach kommentieren. Und das war es dann auch schon. In diesem Sinne, also gute Fahrt, bis bald, macht's gut und ciao.